deutsche Rap Szene, dies mein offener Brief. Und ich hoffe du siehst, ich hab einfach keinen Bock mehr auf Beef. Ich bin der letzte Profi zwischen diesen Hobby-MCs. Doch dies ist mehr als nur ein Job, den ich lieb. Dies ist mein Leben, doch ich seh, wo vieles anders als das andere grad sehen. Doch mal sehen, ob die selbst in 10 Jahren dastehen, wo ich seit 10 Jahren steh. Es gibt keine Plan B, ich bin so tief drin, dass ich selber kein Land seh. Bin ein kostbarer Schatz in diesem riesigen Rap-Meer, wo keiner liebt Rap mehr, wo keiner hier rappt mehr. Als ob ich, weil ich gern mal singe, jetzt weniger Rap wär. Als würde hier irgendetwas besser sein, wenn ich weg wär. Wer hat Rap mit aufgebaut? Wer hat Rap mit etabliert? Die haben ihn kaputt gemacht und wer hat's wieder repariert? Ich. Und ich hoffe echt, dass ihr Rapper hier es jetzt kapiert. Ich könnte auch nur noch singen und ich wär immer noch mehr Rapper als ihr. Ey, ey, ey. Und ey, ey, ey. Und ich weiß, wo ihr Hater gerade steckt, auch ohne Handy-Tracker. Irgendwo im Untergrund, wo ihr über Sammy meckert. Früher war Battle-Rapper, heute ist er Reggae-Sänger. Wahrscheinlich macht er als nächstes Heavy-Metal, kann sein. Trotzdem bring ich's auf den Punkt, Punchline für Punchline. Es ist wie eine Krankheit, jeder will heute bekannt sein. Von heute auf morgen einfach Abracadabra. Keiner tut was, aber alle labern und labern und reden über mich, als ob ich damals am Start war und danach nicht da war und gar nichts getan hab. Und er erzählt nur, dass es dir als Schwarzer so hart war. Sein Vater nicht da war, mein Armer, das Drama. Und ja, Mann, ich bin nicht ganz so smart wie Obama. Doch hab grad den neuen Fahrplan und bin startklar. Und manche meinen, ich singe wie Bob Marley auf Crack. Hey, bleib doch hier, ich sage nein, ich fahr lieber weg. Aber nicht bevor ich für die echten Fans ein paar Lieder rap. Denn Deluxe ist hier der Artist, Tsunami die Band. Und dies ist ein Wahnsinns-Event, mir ist ganz egal wie es nennt. Nur eine natürliche Entwicklung, ich folg gar keinem Trend nie. Die Rapper macht auch Superstar, doch hab keinen Bentley. Seid nie eine eigene Tour gefahren, das Sparschwein ist empty. Und ich weiß noch wie es vor mir war, es gab keinen MC. Der konnte was ich kann und auch seitdem hab ich hier keinen gesehen. Das müsst ihr euch wohl eingestehen, wenn ihr dabei seid heimzugehen. Doch mal mit bisschen Abstand, dieses Wochenende reflektiert. Und zu dem Schluss kommt, ja, Sammy ist immer noch der Beste hier. Man garantiert, mein Flow ist so wie Essen bei Mutti. Du sagst, ich hab es nicht mehr drauf, komm, lass wetten um Futti. Besser noch, lass wetten um Huni. Dies Geschäft ist dreckig wie ein Gulli. Aber ich geb mein bestes Beatwort, als wär sie aus Gummi. Apropos Gummi, das ist auch das Ding, was schützt vor den Geschlechtskrankheiten. Wenn ich keine Message hab, wieso sollte ich den Text dann schreiben? Ich fahr hier einfach meinen Sozialfilm, hoff ich setz ein Zeichen. Doch mir scheint es, viele dieser Rapper haben Sex mit Leichen. Denn ihre Liebe ist tot und ich bin nicht bereit zu diskutieren auf diesem Niveau. Früher war ein guter Rapper der Typ mit dem fiesesten Flow. Heute sind die ersten Fragen, geht er mit Koks, schießt er nicht tot? Er hat gute Wortspiele, das interessiert mich nicht so. Ich steh mehr so auf Gangster-Rap mit aggressiverem Ton. Das war vollkommen okay, aber verlang das nicht von mir. Weil ich anders bin als die, weil ich anders bin als ihr. So entspannt und reflektiert, mal so ein peaceiger Typ. Weil ich nichts außer den Hass hasse und die Liebe so lieb. Um mich auf Streit einzulassen, passt nicht zur Philosophie. Doch wenn ihr unbedingt Beef wollt, okay, dann zieh ich in Krieg. Renn zu McDonalds, hol mir reichlich Strohhalme und Servietten. Schieß beim Flash mit Spuckekugeln auf alle anderen, die rappen. Auf der ersten Reihe. Guck mal, ich bin auch da. Guck mal, ich bin auch da. Guck mal, ich bin auch hart. Ey, ey, ey. Du laberst doch nur Scheiße, weil du high bist, chill, Fam. Ich glaub, du bist noch stoter als ein Cypress Hill Fan. Doch bei so vielen Zeilen und gereimten Silben kann ich mir leisten, mir etwas auf Eis zu legen. Und es gibt eins, das ihr noch wissen solltet. Ich hätte echte Probleme, wenn ich Rap-Namen nicht wissen wollte. Denn wie soll man bei all den Standard-Songs, auch bei den Standard-Alben mit Standard-Namen noch diese ganzen Rapper auseinanderhalten? Ey! Das erinnert mich an, weck mich auf. Ich kann vor lauter Bäumen den Wald nicht sehen. Mein Diss würde so klingen, dies dir geht gegen. Du weißt schon wen, wie heißt er noch? Der Rapper mit der Kette, mit der weiten Hose. Der immer auf Fahrt macht, jedes Foto, die gleiche Pose. Der Rapper aus der Kategorie Rapper, bei der man sich nach der ersten Strophe nie fragt. Wow, was passiert denn wohl in der zweiten Strophe? Und was ich gerade hier mache, das nennt sich Live-Hypnose. Ich muss es tun, denn die Jugend heute hat scheiß Idole. Und ich will einfach von dem negativen Hype ablenken, motivieren zum Weiterdenken und zahlt später keiner Renten. Dafür, dass wir auf Dicken machen, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Und heute muss ich immer öfter an die alten Zeiten denken, als die ganze Szene noch so jung und noch im Untergrund war. Pläne waren groß, doch wir waren kleiner als ein Umpa-Lumpa. Und oft wähle ich die Kummernummer. Ring, ring, ja bitte. Hier ist Sammy Deluxe, ist okay, wenn ich paar Bars spitte? Schon wieder Deluxe, okay, legen Sie los.
Na gut, ich bin frustriert, es scheint, die Hip-Hop-Szene ist tot. Ich seh viel zu wenig Breaker und viel zu wenige Sprüher. Überall nur noch Hater, nichts ist mehr so wie früher. Alles wird aggressiver, Mann, die Aussichten sind finster. Selbst beim Splash chillen im Backstage mehr Bodyguards als Künstler. Und keiner davon, ist meiner, das ist keine Kritik. Ich sag einfach nur meine Meinung, wir haben so viel Potenzial. Hip-Hop ist definitiv die größte Jugendkultur der Welt und Raps die Musik. Doch man kriegt keinen Respekt, wenn man sich den Respekt nicht verdient. Und das war's bis dato von Deutschlands bestem MC.